ist natürlich ein besonderer Tag, dieser 9. Oktober auf der Landesgartenschau in Öhringen, denn es ist der letzte Tag der Lager und es sind noch einmal ganz viele Leute hierher gekommen auf das Gelände und vor die Sparkassenbühne und viele von ihnen natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einem lachenden Auge, weil alles so gut geklappt hat im Großen und Ganzen, und einem weinenden Auge, weil diese Landesgartenschau zu Ende geht. In wenigen Minuten wird Oberbürgermeister Thilo Michler, der Öhringer Oberbürgermeister, die Fahne an seinen Amtskollegen aus Lahr, Wolfgang Müller, weitergeben und dann ist die Landesgartenschau endgültig vorbei. Weit über 1,3 Millionen Besucher auf der Landesgartenschau gab es vom 24. April bis zum letzten Tag, dem heutigen 9. Oktober. Das sind deutlich mehr als erwartet. Damit wurden auch die Einnahmen übertroffen, sodass die Stadt Öhringen wohl nicht alle veranschlagten Gelder verbrauchen muss. Die meisten Besucher kamen übrigens am 24. September zum römischen Lichterfest. Allein an diesem Tag passierten 30.000 Menschen die Lagereingangstore. Die Landesgartenschau in Öhringen kostete allein für die Anlage 28 Millionen Euro, die je zur Hälfte vom Land und von der Stadt getragen wurde. Die Durchführung beläuft sich noch einmal auf 10 Millionen Euro. Es gab 1.400 Führungen auf der Landesgartenschau. Die 900 aktiven Helfer brachten allein 60.000 ehrenamtliche Stunden ein. Verarbeitet wurden rund 100.000 Blumen, 998 Bäume wurden gepflanzt, 115 Stauden und Gräser gesetzt und 100.000 Blumenzwiebeln ausgebracht. Herr Neet, 9. Oktober, letzter Tag der Landesgartenschau. Wie fällt Ihre persönliche Bilanz dieser Lager aus? Also der heutige Tag ist das Ende der Landesgartenschau und gleichzeitig auch das Ende einer großartigen Leistungsschau für unsere ganze Raumschaft. Es war, wie ich deutlich finde, ein voller Erfolg. Wir können zufrieden sein, wir können glücklich sein, wir konnten unsere Stärken zeigen. Wir hatten Glück mit dem Wetter, wir hatten Glück mit den vielen Besuchern und ich hoffe, dass auf ganz Hohenlohe die Landesgartenschau auf Dauer ausstrahlt. Gibt es ein persönliches Ereignis, was bei Ihnen haften geblieben ist? Also was für mich sicherlich das Highlight der Landesgartenschau war, war der Tag, wo wir die Unwetteropfer eingeladen haben. Wir hatten fast 1000 Besucher hier, die Unwetteropfer waren. Und das fand ich großartig, dass wir auch bei den Feierlichkeiten Landesgartenschau, auch bei der guten Laune Landesgartenschau, nicht die vergessen haben, die dann eben auch Schaden genommen haben. Herr Michler, 171 Tage Landesgartenschau gehen zu Ende. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Herausragend. Also wir, alle Träume wurden übertroffen. Wir haben von der Besucherzahl her weit über 1,3 Millionen Besucher. Wir haben ganz viele glückliche Leute. Wir haben eine tolle Identifikation für Öhringen, aber auch für ganz Hohenlohe, weil alle mit dabei waren. Und deshalb erleben Sie heute einen glücklichen Oberbürgermeister. Was sich viele Leute fragen, ist, was wird bleiben? Es gibt ja ein wunderschönes Gelände, es gibt unheimlich viele Bepflanzungen, Angebote. Was kann man erhalten? Ja, okay, es bleibt ganz viel. Wir haben ja 28 Millionen Euro in die Daueranlage investiert. Es wird ganz viel bleiben, alle Wege bleiben, alle Spielplätze bleiben. Die Landfrau ist heute immer noch dazu gekauft. Also die Öhringer können sich auch auf 2017 fortfolgende gerne, sehr gerne freuen. Und Sie fallen nicht in ein tiefes Loch? Nee, also ich habe natürlich wenig Schlaf jetzt 171 Tage lang und alles passt. Und ich freue mich jetzt auch wieder auf die normale Zeit. Aber es war wirklich ein herausragendes Jahr.